Guten Morgen, moin, ihr Lieben. Moin, aus Hamburg. Moin, moin aus Hamburg, genau. Wir sind gerade aufgestanden, haben gefrühstückt und jetzt gehen wir in die Messe rein. Und da würde ich sagen, nehmen wir euch mit. Genau, Hunderunde haben wir auch schon gemacht. Hunderunde haben wir auch schon gemacht, ja. Und ein bisschen verärgert gewesen. Wegen? Hundewiesen und liegen überall Scherben und sowas. Ja. Und so Landeier kennen wir das gar nicht. Das ist total dreckig hier, ja. Aber gut, halt Hamburg ist eine Großstadt, ne? Ja. Obwohl überall Mülltonnen stehen, wirklich ganz viele, ne? Komisch. Ja. Naja, wir gehen in die Messe, bis gleich. Hallihallo, hallo, ihr Lieben. Wir sind's wieder, der Sven und die. Leima, hallo. Wir grüßen euch heute von der Caravaning Hamburg. Ne? Ja, die Messe heißt Ohr. Oh, heißt die Messe, ne? Das ist Freizeit. Steht zumindest überall dran. Genau. Ich glaube nicht, dass es so heißt. Ich glaube, die heißt nur Caravaning Hamburg. Nein, Ohr, Schatz. Meinst du? Hashtag Ohr. Ich glaube es nicht. Ne? Auf jeden Fall. Wir sind da, ne? Genau. Angekommen. Ja. Und verschaffen wir erstmal uns den ersten Überblick. Wir verschaffen uns jetzt erstmal einen Überblick und ja, davon bringen wir dann vielleicht auch das ein oder andere Video raus, ne? Mal schauen. Genau, mal gucken. Und es ist natürlich klein und überschaubar. Das kannst du mit den anderen nicht vergleichen. Genau. Aber es macht auch dann für uns beide mehr Spaß. Absolut, ja. Weil es nicht so voll ist. Richtig. So, ich zeige euch hier mal einen kleinen Überblick, dass ihr auch mal seht, wo wir entlang laufen. Wir sind jetzt hier gerade bei eurer Mobil. Genau. Was? Carmen? Carmen. Carmen. Ich drehe mich hier mal im Kreis. Genau, hier sind die Carmen. Und da hinten steht ein Porsche. Auf dem Dach. Auf dem Dach. Auf dem Dach vor dem Wohnwagen. Genau. Ich hätte jetzt lieber gerne einen Porsche. Nee, du nicht. Doch. So unten zu sitzen auf der Straße, das ist für mich. Ja. Carmen, lebe deinen Traum. Genau. Dann schauen wir uns mal jetzt so ein bisschen um, ne? Ja, machen wir, mal ne? In den einen, anderen rein und gucken mal, was Neues gibt. Wir melden uns, ne? Genau. Bis dann. So, und jetzt laufen wir durch die heiligen Hallen von VW. Sieht überall Bullis. Dann die neuen Crafter eben als Wohnmobile. So wie es ausschaut, hat hier VW fast eine ganze Halle gemietet. Auch nochmal Grand California 600. Auch mit 8-Gang Automatikgetriebe. Und mal gucken, ob wir uns den anschauen können oder ob der auch wieder... Ja, schaut sehr voll aus, aber wir stellen uns an. Wir warten drauf. Grand California 600. Ist mit Hochdach? Ist das Solar da oben? Nee, ne? Nee. Schaut so aus, aber ich glaube nicht, dass es Solar ist. In der Beschreibung stehen nicht. Ein richtig schönes Fahrzeug. Schauen wir gleich mal hinten rein. Auch wieder mit genug Stauraum drin. Auch schönes breites Bett. Wieder die Ambientebeleuchtung überall. Der macht einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Also richtig schön. Und auch hier wieder die Staufächer für Tische und für die Stühle. Sind jetzt im Moment nicht drin. Und dann stellen wir uns mal an. Vielleicht können wir da auch mal einen Blick reinwerfen. So, und jetzt werfen wir mal einen Blick rein. Ja, schaut fast genauso aus wie der andere. Wir haben vorher einen längeren angeschaut mit 6,80 Meter. Der hat jetzt 6 Meter. Man merkt es natürlich vom Platz, aber trotzdem, das ist halt VW. Wenn die was bauen und so wie es ausschaut, hat er hier noch so ein ausklappbares, ja, ähnlich wie ein Hubbett drin. Ist also für 4 Personen geeignetes Auto. Obwohl mir das persönlich ein bisschen zu klein wäre. Für 4 Personen. Aber schönes großes Bett. Das ist ein Querbett jetzt. Ambientebeleuchtung überall. Und richtig schöne Hubfächer. Zack. Schauen wir uns den Kühlschrank nochmal an. Auch wieder zum Ausziehen direkt an der Tür. Und zwei Flammengasherd mit Piezo.
ein Waschbecken. Und das Bad, das wollen wir uns natürlich auch anschauen. Auch wieder mit Bewegungsmelder und ausreichend Platz. Tolles Fahrzeug. Steckdosen sind überall. Hier noch ein Blick ins Cockpit. Das mit 6-Gang-Schaltung, das große Navi drin. Absolut schönes Fahrzeug. Das war's. So, und da haben wir jetzt für so ein PKW, für ein Caddy, dass man hinten noch wie so ein Vorzelt macht und ja, einfach zum Campen dann. Richtig geil. Haben wir so auch noch nicht gesehen, oder? Nee, und vor allem ist es richtig schön, da kannst du direkt hier an den Kofferraum das schon mal anknipsen. Genau. Und dann hast du deinen Vorzelt. Knipser hier anknipsen. Und scheint dann auch recht dicht zu sein. Ja, und schon mal hier drin, schöne große Liegefläche. Wow. Machst du jetzt das alles fest, dass du deinen ganzen Schnickschnack reintun kannst? Ja. Also für so Wochenende mal schlafen. Wie ein Vorzelt fast, ne? Klar, in klein gehalten, aber. Na, du kannst ein Vorzelt machen. Wenn du zu zweit reist, warum denn? Du kannst ein Vorzelt machen. Guck, ja. Machst du alles dicht. Hast du auch die Plane? Schau mal, das ist echt gut gelöst. VW Caddy Mini Camper, ne, würde ich sagen. Richtig! Wahnsinn. Braucht man noch Kopfplatte irgendwie. Ja. Habe ich gar nicht gewusst, dass es den Caddy auch als Beach gibt. Das ist ja heiß. Schauen wir hier nochmal rein. Da wird einfach so eine Liegefläche umgeklappt. Ah, oh, da hast du hier ein Bett drin. Ein winziges, kleines Mini-Wohnmobil. Caddy Maxi Beach, 1,4 Liter. 131 PS, reicht vollkommen. Boah, der Preis, 45.900. Ist halt VW. Ist halt Caddy. Ist halt Caddy, genau. Aber es hat was. Ich glaube, das wäre was für ein René Greer. Wenn er sich das ein bisschen umbaut. Ja, mit dem das habe ich echt, ja, habe ich so überhaupt noch nicht gesehen. Tolle Geschichte, echt. So, von uns Daumen nach oben jetzt. So, und hier sieht man ganz viele Artikel für Bulli-Fans. So, wir sind immer noch unterwegs. Oh, das muss ich euch zeigen. Da drüben steht ein uralter, schöner Bulli. Ja, da laufen wir jetzt mal hin. Stehen sogar zwei, einer mit Dachzelt. Ich liebe die Dinger. Boah, das ist ein Samba. Das erinnert ein bisschen den Bulli Festival auf Heber. Ja, wow, schaut das gut aus. T1 Samba Bus, Baujahr 1962 als Neunsitzer. Irre Fahrzeug. Man kann den auch mieten für Hochzeiten und so. Boah, ist der gut in Schuss, ha? Ist jetzt kein Camper, aber geil in Schuss. Und von vorne nochmal eine Frontaufnahme. Schön den großen VW-Logo drauf. Wow, wow, wow. So, ich suche mal Leimele. Die, wenn du einmal aus dem Auge verlierst, dann ist sie weg. Da läuft sie. Aber so ist sie. Na, so bist du. Was denn? Hast du mich wenn man dich einmal aus dem Auge verliert, dann bist du weg. Ja. So, sie weg. Ja, das ist ein Camper. Schaut zumindest so aus, ja. Ja, dann schlendern wir mal in die nächste Halle, ne? Genau, machen wir. Sonst bin ich wieder weg. Genau. Eins wollten wir euch noch zeigen. Warte mal. Oh, der schaut auch nicht schlecht aus, ne? Schau mal. Achso, das ist so raus und das ist Küche. So mit Außenküche, ja. Zum Rausziehen. Ja, ein paar Bierchen passen rein, ne? Ja, aber nicht viele.
Musst du kleine Dosen nehmen. So, und da drüben, da wollten wir euch noch mal so einen Wohnwagen zeigen. Der schaut einfach tierisch aus. Ist ja fast ein Muss, dass man den aufnehmen muss. Man kommt nur nicht richtig ran. Aber von außen wird's gehen. Also die Optik Crawler nennt sich das. Mit Aufstelldach. Ja, das ist halt modern, ne? Ja, ja. Also auch die Farben in den ganzen Camping-Dingern, das ist meist so hell. Außenfenster, was ist denn das auch mit Ablagen? Sehr schön. Und schaut sehr geräumig aus, so schaut er von außen gar nicht aus. Macht was her. Schaut mal, mit Kompass mit dabei. Seht man das? So. Nebendran steht noch mal ein kleineres Modell. Da gehen wir auch noch mal schnell hin. Ach, das ist ja niedlich, ja? Schaut mal das kleine Waschbecken an. Süß. Ja, so eine Campingküche dabei. Bitte nicht anfassen, steht drauf. Das machen wir dann auch nicht. Tarnfarben, ne? Ha? Tarnfarben, genau. Damit könnt ihr euch verstecken irgendwo, falls ihr auf der Flucht seid. Was ist das für? Ja. Ups. So, dann schauen wir mal rein. Ganz viel Technik da drin, das glaubt man gar nicht. Ey. Aber schöne große Liegefläche. Ja, Offroad-bereit. Ja, es sind Fahrzeuge für Offroad, klar. Ja, Bauweise aus dem Nachbau. Ja. So, dann gehen wir jetzt in die nächste Halle, ne? A couple hundred miles away. Denying that something has changed. You're blaming me to complicate. But I will never stay the same. So I will drive and drive and drive and drive. Baby, just so I can make it through the night. Yeah, I will drive and drive and drive and drive. So we can try to make it simple. Try to talk about what's on our mind. So, hier nochmal so einen kleinen Überblick über die Messe. Hier unten haben wir die Zubehörabteilung. Über die Halle. Und ja, über diese Halle hier sind ja mehrere. Halle A2 ist das Schatz. A2 sind wir hier, ne? Genau. Genau. Dann schauen wir weiter. Wohnmobile Hallen haben wir jetzt durch. Und wohin gehen wir jetzt? Jetzt gehen wir in die anderen Hallen, Zubehör und Freizeit und Automesse. Ist Automesse, ne? Und da wollen wir auch gucken, ob da irgendwie so schöne Autos sind. Genau. Gerade Sven interessiert sich, ne? Absolut. Gut, dann sehen wir uns dann gleich nochmal. Bis dann. Wir sind hier bei lauter Reiseveranstaltern. Hier geht es ums Baltikum. Das freut mal Lämmele. Ne? Genau, wir wollen nach Litauen. Tourismus für deine Heimat, ne? Ja, genau. Wollen wir hin, aber das müssen wir im Sommer machen. Und hier haben wir schon Litauen, siehst du? Ja. Ja, auf jeden Fall eine Reise wert. Das ist schön in Litauen, aber im Sommer. So Juli ist die beste Zeit, Leute. Ja. Da, wo wir keine Zeit haben, ne? Genau. Hey, schaut mal, was das ist. Schauen wir mal. Wasserbecken hier, Schatz. Willst du noch rein? Nee, ich trau mich nicht. Aber du und ich filmen dich dabei, ja? Nee. Komm. 5 Minuten. Oh. Also da können wir beide rein. Ja. Aber es filmt dann keiner. Ne? Nein. Bitte nicht hinsetzen. Ja, dann bleibe ich halt stehen. Genau. Also einmal sowas mitgemacht haben, das müssen wir auch machen, interessant. Oder? Nee, ich müsste das jetzt nicht haben. Da wird es mir schwindelig. Schau mal.
Das kannst du hier auch noch was machen. Ja, ist ganz schön viel geboten hier, ne? Ja. Und ich habe den Eindruck, es ist voller wie letztes Jahr am Samstag. Den Eindruck habe ich auch, ja. Ja, es wird besser besucht. Absolut. So, und wir wollen wieder nach Spanien, Mittelmeer schon. Ja, oh, ich sehe Spanien. Komm, lass uns nach Spanien fahren. Ja. Wir sind jetzt auf der Suche nach der Automesse, ne? Wo okay. ist die Halle mit Autos? Da wollen wir hin. Da ja. waren wir noch gar nicht. B6 und wir finden das jetzt nicht mehr. B7. Da, ja. Wir haben es. Genau, wir gehen jetzt. B6. Mal. Bis gleich. So, und jetzt sind wir in der Halle mit den ganzen Autos, Neuerscheinungen von Autos. So eine kleine Automesse hier und da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Ist bestimmt das eine oder andere Schmankerl dabei, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall was fürs Auge. Nehmen wir euch mit. Und wir nehmen euch mit, genau. Sehen, schalten wir wieder rein. Cool. Wow, der schaut ja heiß aus. Ein Honda Civic. Der schaut echt gut aus. Lieber SUV. Oh, aber da war ein super Sportwagen, da muss er aber hin. Hammer. Auch ein Honda. Honda Racing. Fahrzeug bitte nicht berühren. Na gut. Geiles Teil, ja? Mhm. Will ich auch mal fahren? Das glaube ich dir. Aber ja. Nicht hier. Nein. Ist das ein Tiguan? Nur nicht VW, oder? Doch. Tiguan, ne? Ja. Und das ist der neue T-Roc. Turbodiesel, der gefällt uns auch total gut. So ein Mittelding zwischen Tiguan und Golf. Hat was, das Teil. Jo. Wenn noch ein richtiges Schmankerl kommt, schalte ich die Kamera nochmal ein, ne? So, und das ist das neue Auto von meinem Leimele. Sie richtet sich das gerade mal ein. Und, wie sitzt man? Tief. Ja? Ja. Wie auf der Straße, ne? Ja. Oh, dieses Infotainment-System, Wahnsinn, ne? Kann man nehmen. Also das ist ein Schnapper. Ich finde ich richtig cooles Auto. Hammerteil. So. Jetzt winkt nochmal. Was nochmal, was wolltest du sagen? 183.000 Leute. Ist doch ein Schnäppchen, oder? Ja, und schon verkauft. Eben, ja. Ist schon verkauft? Ja. Wow. Da schaut der tierisch aus. Absoluter Supersportwagen. V8 Biturbo mit Allrad. Der macht was her. Und natürlich AMG. Wahnsinn. Der Sveni wartet, ja. Und zwar, er möchte in diesen Wagen rein. Ja, einfach Mustang mit 5 Liter Hubraum. Und da willst du einmal drin gesessen einmal sein? Da muss ich drin gesessen haben, ja. Okay, ja. Dann schauen wir mal. Da brichst du dir das Kreuz nicht. Was brichst du denn da? Das Kreuz. Und? Da liegst du auch, als ob du auf der Straße sitzt. Ja? Ja. Und? Schlüssel? Wäre nichts für mich. Außerdem Alter, bist du draußen, ne? Das ist total bequem, aber dieses niedrig sitzen, nee, wäre nichts für mich. Aber jetzt bist du im Mustang gesessen, Schatz. Ja, jetzt brauche ich nur einen Schlüssel, ne? Weil ich mit dem Profifahrt hier drin. Soll ich dir helfen? Ja, so, warte mal, zeig mal, wie es von hinten aussieht. Ich glaube, das will keiner rauf. Ja, hat schon einen schönen Hintern, ne? Mhm. Kannst du gar nicht rein. So, wir sind jetzt an einem Stand, also Massagestand, also Gerät, muss ich noch mal genau fragen, wie das funktioniert. Das haben wir ausprobiert.
Und jetzt, wenn ich probiert jetzt gerade für die Füße. Und hier stellen wir Temperatur auf 30 am besten. Oh nee, das ist nichts für mich. Ja, es gibt's nicht. Lassen Sie ein bisschen. Oh nee, machen Sie bitte aus. Ich bin kitzelig sehr. Kitzelig, ja. Aber also nicht streng, nichts so. Nein, so nicht zu fest. Nee, ja. Mal zu probieren? Ja, ich kann es ausprobieren. Da muss sein, so muss sein, dann gut ist für so die Füße, ne? Steine. Ich weiß. Ja, aber er ist so kitzelig. Ich bin extrem kitzelig. Ja. Ich will mal probieren. Ich probiere es. So, mein Leimele probiert gerade eine Fußmassage aus. Gibt es so ein extra Gerät dafür? Ja. Boah, jetzt hat es aber aufgehört. Ach so, ja, jetzt. Ja, den mag selber stehen bleiben und dann wieder. Boah, ist es schön. Gefällt dir? Ja. Ja, wer kann aushalten? Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Ja, das ist gerade die Füße, es ist ja. Hier alleine, ich bringe einen Prospekt für diese da. Ja. Und erzähl was dazu. Das fühlt sich richtig gut an. So, der Fuß wird da so richtig festgedrückt irgendwie und von unten so kribbelt das. Also wenn einer so richtig fest Füße massieren würde, das ist echt super. Okay. Ich meine, gut, der Superpreis kommt ja auch noch wahrscheinlich. Ja. Muss man abwägen, aber man kann es auch. Ich finde es gut, ich könnte mich dran gewöhnen, aber jetzt im Moment war es mir, es war zu kitzelig für mich. Ja, und die zwei, die kennt ihr wahrscheinlich auch. Ja. Cambus Ass, ne? Ja, Ivan, der hat aber natürlich. Cambus Ass 2 heißen die, genau. Die halten gerade hier auf der Messe in Hamburg einen Vortrag und wir lauschen dem Ganzen ein bisschen. Kubatsch-Kandidat, wir noch ein Bier genossen, weit ab von der Zivilisation, auch wirklich ganz ein spezieller Ort. Im Tara-Nationalpark sieht das Ganze dann eher so aus. In der Touristeninformation gibt es Kartenmaterial, das sieht man auch auf Deutsch. Da hat man dann die ganzen Höhenprofile drauf, weil für die einzelnen Wanderungen, ihr seht das hier, die sind mit Nummern angeschrieben, alles perfekt organisiert. Und hier macht dann das Wandern natürlich auch richtig Spaß. So, ihr Lieben, wir haben Hamburger Messe jetzt hinter uns. Haben jetzt alles gefilmt, was wir so im Kasten haben wollten, ne? Genau, das haben wir alles und die Messe, oh. Ja, genau. Ist echt schön, Samstag ist voll, ist es aber, glaube ich, auf jeder Messe so. Richtig, Freitag war es angenehm, also gestern, da war es nicht ganz so voll, heute war es wirklich brechend voll und hat dann nicht mehr so viel Spaß gemacht heute, ne? Nein, weil du kannst dich kaum bewegen hier. Ja, sonst musst du aufstehen und abwarten, bis du im Wohnmobil reinkommst. Genau. Und Frühvogel. Der Frühvogel. Der kann mich mal, ne? Ja, aber wir haben es ganz gut gemacht. Ich hoffe, dass es auch was geworden ist. Ja. Und, ja, wir freuen uns auf jedes Like von euch und natürlich auf eure Kommentare. Und falls es noch nicht passiert, hier unten abonnieren nicht vergessen. Und die Teilen-Funktion. Und genau, was? Und ein Däumchen nach Norden. Ja, irgendwas hat sie immer noch dazu zu sagen, ne? Nee, es ist ganz toll gewesen. Ja. Und wir kommen nächstes Jahr wieder. Hamburger Messe macht auf jeden Fall Spaß. Auf jeden Fall. Also für uns ja klein, fein und. Und ist bei uns ja fast um die Ecke. Ne? Richtig. Ja. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Schönen Tag noch. Tschüss.